Seit seinem Superhit Wie eine Sinfonie ist er regelmäßig in den deutschen Schlagercharts vertreten. Nun aber gibt es eine aktuelle Single und das ist noch lange nicht alles. Und wir freuen uns, dass du mal wieder bei uns in der Sendung bist. Und das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, da hat Corona gerade richtig Fahrt aufgenommen und du warst beruflich stark eingebunden, um den Menschen in deiner beruflichen Umgebung, die damit zu kämpfen hatten, beizustehen. Wie hast du das alles erlebt? Die Musik hat ja geruht und in deinem Beruf warst du ja viel näher dran als alle anderen überhaupt. Ja, also wir können so viel sagen, dass ja, also dass für uns das normale Arbeitsleben quasi im Klinikum normal weiterging, unter Anführungsstrichen jetzt. Also wir haben jetzt nicht wie andere Berufssparten, als das losging mit der Pandemie, diesen Lockdown erlebt, sondern wir halt im Gesundheitswesen mussten immer quasi an der Front parat stehen, mussten immer da sein, wenn irgendwie etwas war, und haben auch täglich Anweisungen vom RKI damals bekommen. Also es war keine so prickelnde Zeit, für uns nicht und auch eben auch für die Patienten nicht. Nur wir haben es überstanden. Wir sind jetzt an einem Punkt, dass sich das ganze System Gott sei Dank wieder erholt. Und wir hoffen, dass wir jetzt von diesem C-Wort, was jetzt immer mal so ein bisschen wieder aufschwappt, verschont bleiben in diesem Maße. Wie groß war da deine Freude über Menschen wie Herrn Wieler oder Herrn Lauterbach? Groß war die Freude nicht gewesen. Also es sind schon ein paar Dinge gewesen, ja, wo ich persönlich, also ich spreche da jetzt einfach nur von mir aus persönlich, wo ich mir manchmal dachte, okay, die Anweisung jetzt, und seid ihr euch da sicher? Naja, also wir haben da wirklich immer wieder Anweisungen gehabt und wie wir auch Material benutzen, weil wir halt auch nicht so viel Material zur Verfügung hatten damals, also sprich Masken. Also wir hatten gar nicht so den vielen Standard gehabt, wie wir sie gebraucht hätten, was dann erst so nach und nach kam durch Bestellung und so weiter. Also von daher, ich glaube, wir haben das alle im Verbund, haben wir das echt gut gewuppt. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir da jetzt Gott sei Dank raus sind. Absolut. Und dich hat's ja auch gleich doppelt getroffen, denn auf der einen Seite die doppelte Arbeit in deinem Pflegeberuf und auf der anderen Seite als Musiker absolute Stille. Wie war das für dich? Du warst ja vorher auf Tour und bei den Menschen draußen mit dabei. Ja, so am Anfang, als es losging mit der Pandemie, war es doch erstmal so, sage ich mal, so die ersten 2-3 Monate war es schon mal ein bisschen angenehm. Also das heißt, dass der Kopf und die Seele, was das betrifft, obwohl man das von Herzen gerne macht, obwohl man das wirklich mit Herzblut die Musik ausübt, hat man erstmal gemerkt, jetzt ist erstmal ein kurzer Stillstand. Und dann ging es ja Gott sei Dank nicht mehr alleine so, dass ich mir gedacht habe, oh Mensch, du musst ja weiterkommen, sondern es ging ja allen so. Natürlich war es echt eine blöde Situation und wie viele andere, würde ich jetzt mal sagen, habe auch ich gedacht, dass das vielleicht jetzt mal so eine vorübergehende Zeit, so 2-3 Monate ist, wie vielleicht jetzt so eine Grippeperiode. Nur dem war es nicht so gewesen, leider nicht. Und ja, als dann die Zeit quasi immer mehr wurde, umso kribbeliger ist man dann doch wieder geworden. Und schlussendlich waren es ja dann, glaube ich, 20, 21, 22, also so insgesamt schon 3 Jahre, die man mit diesem Thema dann durchlebt hat. Und wir wissen ja alle um die Maßnahmen, die wir vorgegeben bekommen haben. Es war dann doch nicht so einfach, die Füße dann doch stillzuhalten. Also das heißt, man hat gemerkt, viele Veranstalter wollten wieder was machen. Dann war dann auch wieder Einsparungsmaßnahmen, heißt vom Publikum her, man durfte dies und jenes nicht machen. Und ich weiß noch, wir haben 20 haben wir ein kleines Konzert gemacht, ein Künstlerkollege und ich, bei Freunden, die hier eine Lokalität haben in Eschwege, so eine Bowlingbahn, eine Kegelbahn in Verbindung mit Tanzfläche, mit Theke und so weiter, mit so einer Kneipe. Und da haben wir haben eine Veranstaltung, wir durften ja nicht mehr als 50 Personen da haben. Mhm. Wir haben in dem Raum wirklich, wir sind mehrere Stunden sind wir mit Zollstock rumgelaufen, um zu schauen, um jeden Zentimeter zu feilschen, weil du musstest ja zu dem anderen Tisch, musstest du so und so viel Zentimeter Abstand halten, du durftest nur so und so viel Personen an einen Tisch setzen. Also unfassbar, wenn man das jetzt jemandem erzählt, oder ich das jetzt so erzähle, was wir da so alles gemacht haben, um eine Veranstaltung durchführen zu können, ne? Als es dann mal wieder so ein kleines bisschen lockerer wurde letztes Jahr, nicht letztes Jahr, sondern 2020,
Das war schon eine Ausnahmesituation. Kommt dir das dann auch manchmal vor, als wäre das eine ganze Ewigkeit schon her? Ja, also definitiv. Für mich ist das, wenn wir jetzt so darüber sprechen, ist das echt schon eine Ewigkeit, weil ich dieses Thema irgendwie gänzlich wieder verdrängt habe. Und vor allem, wenn wir jetzt wieder in die Stadt gehen zum Beispiel, das Leben ist wieder ganz normal. Das Leben ist also wohl wieder ganz normal. Und wenn wir überlegen, gerade so mit diesen Regeln 3G, 2G, Geimpfte, Ungeimpfte, wer darf in den Laden rein, wie viele Leute dürfen in den Laden rein, dann immer wieder mit Hände desinfizieren und so weiter. Und heutzutage, wenn du jetzt in die Stadt gehst, wenn du in den Einzelhandel gehst, da hängt kaum noch irgendwo ein Desinfektionsspender, Bensen sind teilweise leer. Und als wenn dieses Thema irgendwie, ja, als wenn 3 Jahre irgendwie gar nicht so präsent gewesen sind. Und doch waren sie so präsent. So ist das Wochenende. So ist Ollis Welt bei Radio 700. Und vor dem Song haben wir gerade so ein bisschen über die Corona-Zeit gesprochen. Du aber hast dennoch die Zeit genutzt und bist dann voller Elan in die Musik reingegangen und herausgekommen ist unter anderem jetzt eine neue Single, die gestern erst Premiere hatte. Also der aktuelle Titel und so wie du das eben auch so schön gesagt hast, wir haben ja in der ganzen Corona-Zeit ja, haben wir uns ja mehr oder weniger auch was Single-Veröffentlichung betrifft, auch mehr oder weniger zurückgenommen. Ich meine, es war halt leider so die Zeit gewesen, dass das quasi im Stillstand war und auch von anderen Radiosendern manche Redakteure auch nicht so gut zu erreichen waren. Und deswegen haben wir uns einfach gedacht, okay, wir nehmen uns da jetzt erstmal ein bisschen zurück, bevor da irgendein Song verpufft, den wir als sehr gut befinden. Und ja, haben dann, ich glaube, 21 haben wir, glaube ich, 2 rausgebracht oder eine. Und 22 haben wir gar keine rausgebracht. Und jetzt ist es endlich wieder soweit. Wir haben an dem Song seit letztem Jahr April dran gearbeitet. Das muss man sich mal überlegen. Der ist schon seit letztes Jahr, also 2022 April in der Pipeline. Und etliche Versionen sind entstanden in Tage, nächtelange Arbeit, die wir da dran gebracht haben. Immer wieder eine Idee mit eingebracht. Das gefällt uns ja dann doch nicht mehr so gut. Und andere Ideen dann wieder mit reingenommen, die uns gut gefallen haben. Viele Intros, die entstanden sind, bis wir jetzt schlussendlich zu dem gekommen sind, wo wir sind. Also es war viel Arbeit gewesen mit einem Song und ich glaube, der Michael Mohr, mein guter Freund, der Mu, der das Ding mit mir zusammengeschrieben hat, der hat da wirklich alles in die Waagschale geworfen und das Ding echt super produziert und jo, jetzt ist es soweit, dass wir sagen, jetzt können wir das Ding endlich präsentieren, wir wollen das Ding jetzt auch endlich präsentieren und wir hoffen sehr, dass die Nummer gut bei den Hörerinnen und Hörern draußen ankommt. Erzähl uns ein bisschen darüber, wie der Song entstanden ist, wie du auf den Text gekommen bist. Der ganze Song, der klingt ja sehr frisch und fröhlich. Jo, also das kann man im Prinzip ganz locker und leicht sagen. Der Mu schickt mir, wie so oft schickt er mir eine Komposition, also heißt, er überlegt sich eine musikalische Folge, klimpert so ein paar Akkorde ein, manchmal mit Piano, manchmal mit Gitarre und ich habe dann von ihm diese Idee in der Nacht bekommen. Also ich weiß noch, da hatte ich Nachtdienst gehabt und wir hatten auch gerade Pause und da höre ich mir das an und denke, oh, das ist ja geil. Und dann entsteht der Song quasi so oder unsere Ideen, dass ich mir dann eine Melodieführung darauf ausdenke und textmäßig, dass ich mir da habe schon was einfallen lassen. Ja, und diese Nacht in der Pause ist dann auch der Text so gut wie schon da gewesen. Also das war, also was das betrifft, diese Grundbasis, die hat nicht lange gedauert, nur den Song dann schlussendlich doch rauszubringen. Das hat länger gedauert und der Text ist im Prinzip etwas Fiktives. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine erlebte Situation, sondern das ist mir gerade so die Eingebung für diese Melodie gekommen. Da machst du jetzt den Text drauf. Der Text war irgendwie gedanklich da gewesen. Und ja, es heißt halt ja, ja, er, sie möchte gerne. Er, sie möchte nicht, nein, nein, und dass man eben um Verzeihung bittet. Dieses ja, ja, nein, nein bleibt einem ja nach 30 Sekunden schon im Kopf zurück. War dir klar, dass da drin so ein kleiner Ohrwurm steckt? Also wir hatten erstmal so die Überlegung, ja, was nehmen wir überhaupt so als Titelzeile? Und hatten wir überlegt, naja, heißt, ich bin doch nur ein Mann oder ich flehe dich an und dann, ach, nee, das machen wir nicht. Und dann, ja, kam dann schon so die Idee, dass wir gesagt haben, ja, ja, nein, nein,
haben wir jetzt im Lied drin und das Ja, Ja, Nein, Nein war auch irgendwie einfach so da gewesen. Und diese beiden Worte, Ja, Nein, wenn wir mal jetzt so überlegen, wie oft wir diese am Tag benutzen. Und ich gerade auch in Verbindung jetzt mit meiner kleinen Tochter, wie oft ich das Wort Ja, mein Schatz, oder das Wort Nein, mein Schatz benutze. Also das ist schon sehr viel. Und haben uns gedacht, so, die beiden Worte in Verbindung dann gedoppelt, die sind es und die nehmen wir jetzt auch als Titelzeile. Wie wirst du das Release-Wochenende verbringen? Das Release-Wochenende kann ich dir ganz schnell sagen. Ich verbringe es im Nachtdienst. Okay. Ich habe wieder Nachtdienst, schlüpfe wieder in die Nacht rein und natürlich werde ich dann Freitag dann auch mal so hier und da mal gucken, welche Nachricht einflattert bei mir, wie der Song dann doch auch am Release-Day ankommt und ich bin trotzdem sehr, oder wir, ich sage auch immer im Namen von Mo, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und jetzt gibt's den neuen Song und das schreit danach, auch rauszugehen und den zu präsentieren. Was ist geplant? Also jetzt gerade so mit dem Song, Release Day ist der normale Werdegang immer, dass das Ganze ja dann in die MPN-Bemusterung kommt, dass diverse Radiosender drauf zugreifen oder auch nicht. Wir hoffen natürlich, dass sie drauf zugreifen. Ja, dann ist der normale Werdegang, dass wir dann immer wieder mal E-Mails verfassen oder eben auch bei verschiedenen Redakteuren oder Radiosendern anrufen, ob die Nummer wahrgenommen worden ist. Dann schreibt man Bewerbungsmails an verschiedene Fernsehsender und hofft so, dass der ein oder andere Fisch vielleicht anbeißt. Und ja, das Ganze geht dann natürlich auch immer noch in die DJ-Bemusterung und da wartet man dann auch immer sehnsüchtig drauf, wie denn dieser Song bei den DJs ankommt, wie denn da die Abstimmung ist. Und das ist so erstmal der ganz normale Werdegang. Und er wird dann auch sozusagen ja überall erstmal publik gemacht. Und dann schauen wir mal. Aber du hast schon Lust, wieder auf die Bühne zu gehen? Ja, ja, das auf jeden Fall. Es läuft ja seit diesem Jahr, läuft es ja wieder sehr gut an mit Auftritten. So der Sommer war echt sehr, sehr voll gewesen. Und also es muss jetzt wieder in den normalen Wahnsinn weitergehen, sagen wir es mal so. Und wie ich schon eingangs sagte, wir hoffen, dass das auch so bleibt für uns alle. Ist ja nicht nur für uns in der Sparte, sondern es hat ja leider auch so diesen ganzen, wie immer mal so schön sagt, diesen ganzen Rattenschwanz nach sich gezogen. Es sind ja, ich nehme jetzt einfach mal das Musikgenre, Auftritte. Es kommen ja die Caterer dazu, es kommen ja die Bühnenaufbauer dazu, es kommen ja die Ticket-Hotline wie Eventim und so weiter dazu. Ich meine, das sind ja alles Menschen, die quasi von Veranstaltungen leben. Das sind ja nicht nur wir Künstler oder die Veranstalter, sondern da kommen ja auch noch mehr Menschen dazu. Und ja, dann gehen wir weiter in die Gastronomiebetriebe, in etwaige andere Betriebe. Und deswegen sage ich für uns alle, global gesagt, ich hoffe, dass dieser Kelch nicht mehr zurückkommt. Das bleibt wirklich zu hoffen, ja. Und lass uns kurz beim Song bleiben. Planst du Dinge über diesen Song hinaus? Also kommt auch noch ein Album? Ja, wir sind drauf und dran an einem Album. Und das soll quasi so eine Art Best-Album, Best-of-Album sein für das Jahr 24 ist es geplant. Wir wollen alte Songs, die wir damals auf dem ersten Album mit drauf hatten, was auch der Mu damals produziert hat. Ja, von den Songs, außer so ein etablierter Kreis, Freundeskreis, wissen noch relativ wenige von diesen Songs, weil die quasi nie so wirklich veröffentlicht worden sind. Das lief ja damals alles unter Eigenregie, war kein Label mit dahinter gewesen. Und da wollen wir uns mal für uns die besten Songs rauspicken, diese neu aufleben lassen, im neuen modernen Gewand. Und dann wollen wir noch den ein oder anderen neuen Song dazu nehmen und jetzt auch die Songs, die wir die letzten Jahre veröffentlicht haben als Single. Und es gibt dann so ein Rundumpaket und ich sage jetzt einfach mal unter dem Decknamen Best of Album. Und ein Song wird hoffentlich auch mit drauf sein, nämlich Wie eine Sinfonie. Wird bei uns regelmäßig gewünscht. Wie oft wirst du auf diesen Song angesprochen? Ganz oft, ganz oft. Und vor allem, ich bin immer wieder mal bei der Schlagerreise U104 Mallorca von Klaus Denso mit dabei. Und da ist dieses Lied unabdingbar, dass ich das singe. Das ist quasi auf Mallorca unter den etablierten Fans, die die Reise immer buchen, ist das quasi ein Dauerbrenner von mir. Und das Ding werden wir dann auch wahrscheinlich nochmal mit neu aufleben lassen, weil es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Song. Für mich damals persönlich ein absoluter Hit gewesen.
Und ja, vielleicht kommt es ja noch, dass das Ding auch nochmal nach oben schießt. Und da gibt's ja auch eine lustige Entstehungsgeschichte zu diesem Song. Wie war das? Ja, ganz schnell, salopp gesagt. Ich war damals mit meiner Ex-Frau bei meinem Onkel in der Kellerbar. Wir haben Heiligabend 2014 bei ihm gefeiert mit der Familie. Und ich habe gerade eine geraucht im Keller unten und habe dann den Hochzeitstanz damals, unseren Eröffnungstanz habe ich gesucht von Bee Gees Words. Und dann kam ich so in seinen gefühlten 20.000 CDs, die da unten rumfliegen, ohne Hülle. Und sehe in Rohling, steht Bernd Schütz drauf. Und dann sage ich zu Steffi, Mensch, Bernd, so heißt ja dein Vater. Und wollte die CD wieder weglegen. Und sie hat gesagt, Mensch, mach doch mal drauf die CD. Ja, reingeschoben, erster Song, wie eine Symphonie. Wir uns quasi angeguckt und so gegenseitig gedacht, boah, Hit. Ja, dann bin ich dann nach oben gegangen. Hab zum Gerd gesagt, weiß ich noch, wie heute, sag ich, du Trottel, was hast du denn da für ein Rohling liegen? Da sind ja so geile Songs drauf. Wer ist denn Bernd Schütz? Und er ist, Bernd Schütz, kenne ich nicht. Naja, der mit runtergekommen, CD angehört, sind ja auch noch andere Songs mit drauf gewesen. Und sag Bernd Schütz, ach boah, ja klar, Mensch, Bernd Schütz Band, der hat doch damals, glaube ich, in den 80ern auch was für mich geschrieben. Und auf dem Rohling war noch eine Nummer mit drauf gewesen. Und die hat er angerufen, es war wohlgemerkt Heiligabend und um die Zeit war es, glaube ich, schon 0 Uhr, 0 Uhr 30. Ja, und er hat ihm dann auf dem Anrufbeantworter gesprochen, soll doch mal bitte zurückrufen. Und der Bernd hat sich den nächsten Tag gedacht, erstmal, dass es ein Kumpel von ihm war und ihm veräppeln wollte. Mit, ja, hier ist Gigi Anderson, ruf mich doch mal gerne zurück und so. Naja, und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Viele Songs von Bernd waren dann auf meinem Album Verfluchte Samstagnacht drauf, ist mittlerweile auch Haus- und Hofschreiber von Gerd geworden und ja, so ist diese ganz witzige Story entstanden. Wie eine Sinfonie, schönste Musik von Michelle Joy. Und denn nun stehst du ja sehr oft auf der Bühne. Du produzierst Songs und hast noch deinen eigentlichen Job in der Pflege in Schichten. Wo nimmst du die ganze Energie dafür her, die nötig ist? Und wie tankst du auch wieder auf, um das alles überhaupt unter einen Hut zu bekommen? Das ist wohl wahr. Also ich kann es dir manchmal selber nicht sagen, wo ich die Kraft hernehme. Ventil ist natürlich für mich immer die Musik. Im Ventil ist für mich immer die Auftritte. Da gehe ich einfach auf die Bühne, da wird der Schalter umgelegt, da wird einfach Volldampf, Vollgas gegeben, da wird Party gemacht. Und das Schöne ist ja immer auf der Bühne, dass ich den Menschen vor der Bühne, dem Publikum, den Ball quasi hinwerfe. Mhm. Sie nehmen auf oder nehmen nicht auf, nur meist nehmen sie den Ball auf und werfen wieder zurück. Und dann jonglieren wir uns den Ball so gegenseitig hin und her und am Schluss sind wir dann quasi wie auf Wolke 7. Und ich sage immer, es ist so die natürlichste Droge der Welt. Und von daher kann ich sagen, naja, also das ist schon eine Kraftquelle und auch die Zeit mit unserer Tochter, die ich verbringe, ist Kraftquelle. Also das sind diese Mechanismen, wo ich sage, da kriege ich wieder Power, da kriege ich wieder Input. Und ja, beide Jobs, ob jetzt in der Psychiatrie oder die Musik, sie machen einfach unheimlich viel Spaß und deswegen ist da schon die Kraftquelle, die Musik. Und du bist mit dem neuen Song in der Super 20 gestartet und wir wollen dir hier natürlich auch die Möglichkeit geben, deinen Song hier zu bewerben und die Hörer ans Voten zu erinnern. Also, meine lieben Hörerinnen und Hörer von Radio 700, ich freue mich sehr, dass ich in der Hitparade mit dabei bin und würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr mich unterstützt beim Voting, dass wir gerne mit nach oben klettern, vielleicht auch mit unter die Top 3, vielleicht sogar an die Spitze, dass wir zumindest mit in der Hitparade drinne sind. Ich vertraue auf euch und ich hoffe natürlich sehr, dass euch der Song gefällt. Und das tut er bereits jetzt. Vielen Dank, Michelle Joy.